Okay, hallo zusammen. Jetzt wollen wir euch natürlich auch das erste von den beiden Babys vorstellen. Und zwar ist das ein US-Teddy mit einer schönen Farbgebung und einer schwarzen Nase. Das ist die sogenannte California-Nase. Die ist nicht so oft zu finden, deswegen ist die Pebby ein besonderes Meerschweinchen. Ja, und wie ich euch schon vorgestellt habe, die Elfie gestern ist die Mama. Das war die etwas ja, korpulentere. Und genau, das ist die Pebby. Als nächstes stellen wir euch noch die Lulu vor. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Ade! So, hallo und herzlich willkommen. Ja, ich begrüße alle meine lieben Mitglieder der Angel Readings Community. Ja, ich begrüße euch herzlich zum allwöchentlichen Sonntagsorakel Botschaft von meinem Wunschpartner. Ja, und da schauen wir natürlich auch immer mal in die Karten rein, fangen die Energien ein. Wir werden das jetzt gleich beginnen mit einer kleinen Meditation, so wie ich das auch immer mache, bevor ich ein persönliches Reading mache. Und ja, dann werden wir mal gucken, welche Botschaft wir von unserem Wunschpartner empfangen. Und wollte mich auch nochmal bei euch bedanken. Also das mit dem Buchen über die Homepage von den Readings, das klappt wunderbar. Ich muss auch alle die immer eine Rechnung möchten, für das Reading bitten, über die Homepage zu buchen, weil da kriegen sie dann automatisch immer eine Rechnung. Sonst habe ich hier den Umstand und muss das immer mit der Hand machen. Daher wäre das ganz nett. Es scheint super easy zu gehen. Also es haben schon ganz, ganz viele jetzt geschafft, einfach über die Homepage die Readings anzuschauen, was es gibt und das dann eben zu buchen. Wenn es Unklarheiten gibt, wenn du nicht so richtig weißt, ja, welches Reading ist denn für mich jetzt eigentlich gut, ja, dann schreib mich natürlich gerne an. Das machen ja eben nach wie vor viele. Und dann ja, höre ich mir an, worum es dir geht. Und dann sage ich dir natürlich ganz genau, welches Reading da für dich dann das geeignete ist. Ne? Ja, okay, also jetzt wollte ich mal sagen, wir fangen mal an. Und ja, wir starten wieder mit einer kleinen Meditation. Als erstes suchen wir uns doch tatsächlich mal den Herrn der Schöpfung. Da ist er ja auch schon fast ganz oben. Legen wir uns dahin. Tun das weg. Nehmen wieder unser schönes Herzchen, legen das da drauf. Ja, und wir gehen jetzt kurz in die Meditation. Und ja, lehnen uns mal zurück, wenn du es gerade bequem hast, wenn du irgendwo sitzt oder liegst, mach es dir ganz bequem, entspann dich. Und jetzt kommt es erstmal darauf an, den ganzen furchtbaren Alltag aus dem Kopf zu kriegen, entspannt zu sein, einfach an gar nichts zu denken. Und da atmen wir tief ein und tief aus und konzentrieren uns einfach nur auf unseren Atem, versuchen an nichts zu denken. Alles, was uns in den Kopf kommt, was den Alltag betrifft, nehmen wir direkt und schieben es hoch in die Blase. Es kann weggehen. Wir können das jetzt alles mal kurz abgeben. Wir brauchen uns keine Gedanken über irgendetwas zu machen. Wir sind ganz entspannt. Konzentrieren uns nur auf unseren Atem. Und wenn wir merken, dass wir total entspannt sind, dann stellen wir uns wieder vor, dass wir in unserem Raum sitzen. Das ist ein Raum, der sieht so aus, wie du ihn dir gerade vorstellst, wo du dich wohlfühlst. Der Raum hat die Farbe deiner Wahl. Das ist die Farbe, die dir jetzt als erstes in den Sinn kommt, die dir gut tut. Und da sitzt du auf einem bequemen Stuhl. Und so ein Stuhl steht noch vor dir. Und jetzt konzentrieren wir uns einmal auf unseren Wunschpartner. Wir haben die Augen geschlossen, so wie ich das jetzt auch mache. Wir sehen unseren Wunschpartner vor unserem geistigen Auge. Wir nehmen ihn wahr, spüren ihn. Und jetzt laden wir ihn ein, zu dir in den Raum zu kommen und dort Platz zu nehmen. Wir spüren seine Anwesenheit, alles ist entspannt.
Wir sind in diesem Raum, schauen den Wunschpartner an und stellen ihm jetzt die Frage: Was für eine Botschaft hast du heute für mich? Okay, so, ich würde sagen, wir sind connected. Wie ich das immer mache, also diese kleine Meditation, die mache ich auch immer vor den persönlichen Readings, damit ich mich so ein bisschen einfühlen kann in die Energie. Und ich würde sagen, ja, ich mache das jetzt auch genauso, wie ich es auch in den persönlichen Readings mache. Ich lege den Herrn der Schöpfung immer raus und dann mische ich jetzt noch 8 Karten dazu. Ihr wollt ja, dass ich immer live mische und jetzt mache ich es auch mal genauso, wie ich es auch immer in den persönlichen Readings mache. Ich konzentriere mich jetzt zum Beispiel auf die Frage: Welche Botschaft hast du für mich? Wir wissen, das ist eine Legung fürs Kollektiv. Also ich habe jetzt kein Bild der Fragestellerin vor mir, sondern das ist die Legung fürs Kollektiv. Und wenn du damit in Resonanz gehen kannst, ist es gut. Und wenn du nicht damit in Resonanz gehst, dann buch gerne ein Reading auf meiner Homepage. Dann mache ich das natürlich auch ganz persönlich, nur für dich alleine, zu allen möglichen Fragen rund um die Liebe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, die Unterseite des Kartendecks. Das ist immer die Hauptenergie. Ja, was ist denn die Hauptenergie? Das ist ja die Energie, die so ein bisschen übergreifend über das ganze Deck gesehen wird, die man dann mitnimmt. Die lege ich schon mal hin. Jetzt mache ich die Karten mit meiner Herzhand durcheinander. Wenn ich meinen Impuls bekomme, höre ich auf. Den habe ich jetzt. Und dann sortiere ich mir das Ganze hin, dass das ein bisschen eine Neunerlegung ergibt. Und dann wollen wir mal die Karten aufdecken. So, welche blumige Legung. Aha, okay, das sehe ich es ja schon. Also, jetzt muss ich natürlich nur noch hier alles so ein bisschen hinsortieren, damit ihr das auch irgendwie alles schön seht. Ja, da haben wir es doch schon. So, jetzt schaut's gut aus. Okay, gut, jetzt haben wir die Legung fertig. Ich schaue zuerst mal immer, ja, wo liegen denn die beiden Personenkarten? Die liegen jetzt zwar beieinander, aber irgendwie schauen sie voneinander weg. Ja, er schaut hier so ein bisschen auf die Masken drauf. Das ist so eine, ja, eine Karte, wo man so ein bisschen hin und her gerissen ist. Ja, also ein bisschen die Unsicherheit ist da dabei. Die Hauptenergie hier draußen, ja, das ist der Park. Das ist so eine Karte ja für das soziale Umfeld, die Freunde, die Bekannten, etwas öffentlich zu machen. Ja, also hier habe ich jetzt schon meinen Impuls bekommen, aber den sage ich euch natürlich jetzt nicht. Ich führe euch jetzt mal durchs Deck. Hier geht es darum, ob dass man sich oder er sich Gedanken darüber macht, ob man ja vielleicht den nächsten Schritt geht, etwas öffentlich zu machen. Der Park, das ist so eine Karte, da weiß ich immer, da geht es darum, ja, was offiziell zu machen. Ja, weil das ist alles, was im Draußen vor sich geht, der Park, dass andere Menschen irgendwas erfahren, dass man irgendetwas mitteilt. Ja, nichts Geheimes, da geht es darum, etwas öffentlich zu machen. Hier haben wir nämlich an der Stelle jetzt auch schon den Storch oder die Störche liegen. Das ist so eine Karte, der, gut, da geht es um einen Umbruch, um eine Wandlung, da passiert irgendetwas. Das heißt auch, da ist so eine gewisse Leichtigkeit drin. Die Störche, die heißen, das heißt aber auch, da gibt es irgendwie so ein bisschen so ein Hin und Her. Ja, weil die Störche fliegen ja auch immer hin und her. Die bleiben ja auch nie lange da, wo sie sind. Unruhiges Volk. Und hier haben wir dann an der nächsten Stelle ja das Haus und die Fische. Also das Haus, das ist so in Liebesfragen ein bisschen ja nicht das Zuhause im Allgemeinen, kann es natürlich auch sein, aber da geht es auch darum, um sein inneres Zuhause, ja, um sich wohlzufühlen, in seinem Herzen, in seinem Inneren das Gefühl zu haben, angekommen zu sein. Hier mit der Karte der Fische,
ist ja in Liebesfragen auch die Karte der Partnerschaft oder vielleicht sogar der Seelenpartnerschaft. Also hier schaut es mir in der ersten Reihe schon so aus, als ja, würde da dein Wunschpartner dir schon mitteilen wollen, dass er irgendwie schon eine Wandlung im Sinne hat, was eine Beziehung angeht. Vielleicht sogar auch etwas, was er man dann öffentlich machen kann. Also er ist hier schon ja nicht abgeneigt, hier den nächsten Schritt zu gehen. Was wir hier noch haben, diese blumige Reihe hatte ich in der Form auch noch nie. Hier ist das kleine Glück in einer Beziehung. Also die Lilien, die liegen in der Mitte, da grenzen ja die meisten Karten dran an. Also ist es die wichtigste Karte eigentlich in der Neunerlegung. Die Lilien, Romantik, Sinnlichkeit, Hingabe, Wachstum, Sex, also alles, was in eine gute Beziehung gehört, liegt hier in der Mitte. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Also er kann sich hier schon vorstellen, dass das eine schöne Zeit ist, dass das etwas Schönes ist, was er hier mit dir haben kann und natürlich auch etwas mit Wachstum. Ja, hier liegen die Blumen, das ist ja eine Karte, da geht es ums Wachstum, um die Aufmerksamkeit, um die Komplimente, um alles Schöne, was man auch in einer Beziehung hat, ähnlich wie die Lilien. Blumen stehen auch für die Familie, also vielleicht auch sogar ein familiärer Mensch, der da irgendwie sagt, okay, wenn ich etwas mache, dann mache ich es richtig. Er ist vielleicht noch so ein bisschen am Überlegen, aber da komme ich gleich drauf. Die Sache ist jetzt nur so, ihr liegt hier schon beieinander. Ja, schaut aber noch voneinander weg. Das heißt also, beziehungstechnisch ist jetzt hier noch nichts. Ja, aber es kann sich etwas entwickeln, weil er ist hier gerade überhaupt gar nicht abgeneigt der ganzen Sache. Er macht sich wahrscheinlich bloß zu sehr einen Kopf. Und warum sage ich das? Er schaut hier auf die Karte der Masken. Das heißt also, er ist da noch so ein bisschen hin und her gerissen. Er überlegt und macht sich noch Gedanken darüber, ob du vielleicht tatsächlich die Richtige bist. Dass er das tut, das ist dir vielleicht gar nicht so klar. Vielleicht bist du ja noch in dem Mindset, dass du denkst, naja, der denkt sowieso nicht an mich. Aber doch, deswegen schaust du ja hier auch raus. Du bist mit deinen Gedanken vielleicht nicht so bei ihm, wie er bei dir ist. Zumindest denkst du das. Aber er ist ja noch so ein bisschen hin und her gerissen. Ja, also er denkt noch, er macht sich noch Gedanken über die ganze Sache, aber es ist schon so, dass er sich zu dir hingezogen fühlt. Ja, es ist nur momentan so, dass ihr jetzt, wenn ihr voneinander wegschaut, dass es nicht so ist, dass ihr jetzt morgen übereinander herfallt, sondern dass es seine Zeit braucht. Ja, also hier, er ist noch am Überlegen. Wahrscheinlich ist er da am Überlegen, ob er das, ja, den nächsten Schritt geht, um das Ganze hier wieder öffentlich zu machen, dass andere eben auch wissen, dass ihr dann vielleicht ein Paar seid oder zusammen seid. Aber die Karten, die hier oben liegen, sind sehr, sehr schön. Also ein Umbruch, eine Wandlung zu Hause. Hier die Karte der Partnerschaft, Seelenpartner vielleicht sogar. Das kleine Glück oder die glückliche Fügung, ja, kleines Glück, das muss ja immer erst wachsen, wenn man zusammengekommen ist. Die Karte der Beziehung hier mittendrin, also auch eine schöne Konstellation mit den Blumen für das Wachstum, ja, Familienkarte. Vielleicht ist das ja auch jemand, der was Festes sucht und der sich, wie man hier sieht, vielleicht genau überlegt, was er möchte. Ich deute die Masken jetzt nicht so, als hätte er zwei Gesichter. Dafür sind die anderen Karten hier außenrum viel zu schön. Aber die Tatsache, dass ihr voneinander wegschaut, es sagt mir, dass sie hier noch keine größere Annäherung ja, erleben durftet, alle beide. Ja, aber das kann sich ändern. Das schaut ganz gut aus. Die Energie ist sehr, sehr gut. Vielleicht gehst du auch mal so ein bisschen aus dir raus und gehst auf ihn zu und gibst ihm so das Gefühl, dass er hier bei dir gut aufgehoben ist, weil das schaut mir schon nach einer sehr schönen Beziehung aus, was hier liegt. Nur ist der gute Mann, haben wir ja ganz, ganz oft, immer noch so ein bisschen zu viel am Denken. Ja, also weißt ja, man kann sich ja auch Dinge zerdenken, bevor sie überhaupt angefangen haben. Und von daher, ja, ein bisschen guten Willen von dir und die ganze Sache sieht dann bald vielleicht so aus. So wäre es natürlich schöner gewesen. Aber so fallen die Karten nicht. Und ich muss auch dazu sagen, was auch persönliche Readings angeht, ich deute die Karten immer genauso, wie sie liegen, wie sie fallen. Ich rutsche und schiebe mir nichts hin und her, dass es eine schöne Geschichte gibt. Die Karten wollen dann einfach so
liegen, wie sie dann eben nach dem Umdrehen liegen. Und so möchten die Karten auch gedeutet werden. Ja, so ist eben die Energie und so gebe ich das dann wieder. Okay, ja, das schaut doch ganz gut aus. Vielleicht machst du auch mal einen aktiven Schritt auf ihn zu, damit er nicht so viel denkt, weil zu viel denken ist ja auch immer nichts, ne? Dann führt das eine zum anderen. Und ansonsten, ja, da bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen rauf. Wenn du noch kein Abonnent bist, macht nichts, ich verzeihe dir. Dann drückst du jetzt den Abonnieren-Knopf, das kostet dir nichts. Und wenn du möchtest, kannst du auch Kanalmitglied werden. Das ist der erste Link unten in der Videobeschreibung. Dann gibt es jeden Sonntag das große Deck, die große 36er-Legung. Und dann orakeln wir mal die kommende Woche immer durch. Gesundheit, Liebe, Finanzen, Beruf, alles, was es so gibt, was man da sieht. Und schauen uns mal an, was für Energien uns in der kommenden Woche zur Verfügung stehen. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche euch allen einen wunderschönen Sonntag, und dann würde ich sagen, bleibt gesund und bis zum nächsten Video.